Mein Name ist Agnes Kokott. Ich bin Projektmanagerin für Tourismus bei der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. Bad Oeynhausen ist ein Kurort in der Urlaubsregion Weserbergland und Teutoburger Wald mit unserem Kurpark als Zentrum der Stadt, was auch eines der touristischen Highlights ist. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben wir hier: das Kaiserpalais direkt am Kurpark mit dem GOP-Varieté-Theater und der Bali-Therme direkt nebenan. Wir haben hier historische Badehäuser, die Wandelhalle und unser Theater im Park. Unser Kurpark ist eigentlich einer der schönsten Anlagen, ja, die es deutschlandweit gibt. Einzigartig ist, dass auch wirklich alle Sehenswürdigkeiten wirklich im Zentrum der Stadt wie in einem kleinen Urlaubsressort dort vorhanden sind. Also mit der Wandelhalle, den Badehäusern, sowohl Theater als auch das Kaiserpalais ist wirklich alles fußläufig im Kurpark vorhanden. Das alljährliche Highlight im Veranstaltungskalender sind unsere Parklichter. Die finden jedes Jahr am 1. Augustwochenende statt, also von Freitag bis Sonntag. Da gibt es dann Open Air mitten im Kurpark, verschiedene Konzerte, ein Höhenfeuerwerk, das mit Musik synchron konzipiert wird. Der Kurpark ist illuminiert, es gibt viel Kleinkunst und Gastronomie. Das ist unser Highlight jedes Jahr, was die meisten Besucher hierher lockt.